Welcome back, ladies and gentlemen. Wir sind wieder im Feuerbrandschrein. Und nachdem wir den Boss besiegt haben, ist der Greirat, hast du glaube ich wieder da. You've come at a good time. Go on, have a gander. Was hat er jetzt für mich? Ein paar coole Sachen, und zwar eine Blitzurne. Ja, Blutungszunahme. Oh. Ritterrüstung, Ritterhelm. Wow, das war natürlich zum Überlegen, aber das check, weil das ist eine verdammt gute Rüstung eigentlich. Die war nicht einmal so extrem schwer. Kann man aber nur die Rüstung und einen Helm kaufen, oder wie? Ah nein. 5000, 10.000 Seelen kostet mir die. Boah, ist halt schon relativ teuer. Ist halt eine ziemlich geile Rüstung eigentlich. Aber lassen wir das einmal. Goodbye. Okay. Oh, this place is a bore. Gut. Dann schauen wir bei dem. Wir haben ja die Kohle vom Pharaon vorher geholt, bei dem schwarzen Phantomritter da. Die geben wir jetzt einmal her. Oh, my. Used to forge the weapons of Pharaon's Abyss Watcher. A fine prey. Now I'll be a praise the god. Dann mal ran an den Amboss. Amboss der Radiator. Ich glaube, man kann jetzt mehr Waffen, also andere Waffen anders durchwirken oder so. Und zwar scharfer Edelstein kann man jetzt hier nicht mehr, genau. Giftiger Edelstein und so weiter und so fort. Beichtstein, aha. Ich glaube, da kann man es wieder zurücksetzen komplett. Ja. Ich glaube, beim Langschwert mache ich das zum Schluss dann, wenn es plus 10 hat, dann ist es am besten, aber mal schauen. Pretty, be careful. By the way, das Klima haben wir aufgewertet auf plus 1, das brauche ich dann. So weit, so gut. Gut. Seelen haben wir nicht wirklich, braucht man eigentlich nichts mehr, was könnte man, hätte man noch kaufen können, also ja. Blutungsmoos, aber wischt dabei. Haben wir einen untoten Knochensplitter? Nein. Nein, nein, nein. Passt. Dann reisen wir da wieder mal weiter. Wo waren wir? Beim Kristallweiser. Der Name ist ein wenig komisch übersetzt, glaube ich. Da mich interessieren, wie der im Original heißt. Crystal Meth wahrscheinlich. Aber keine Ahnung. Ja. Da kennt sich wieder aus. Da waren wir. Da war der Boss. Zum Schluss. Das letzte Mal. Okay, weiter, weiter, immer weiter. Like Oliver Kahn. Scheiße. Geht's ja aus, geht's ja aus. Ja, geht's ja aus. Die sind relativ lang da irgendwie. Das war. Okay, war auch schon mal schwerer. Okay, also wir haben die. Wir haben eine Glut in uns und noch eine. Da los. Funkeltitanit. Ja, kann man alle brauchen. Ich nehme alles. Das Problem ist, ich habe ja schon wieder so viele Sachen eigentlich und ich nehme mir nie was her, irgendwie. Das sollte man nicht alles aufheben, jawohl, das ist ja perfekt da herum. Da springe ich ihm genau ins Genick. Yes, my friend, you have to die. Whoa! Mal wieder keine Backsteps machen bei dem. Okay, da ist nur einer. Alter! Na, na! Boah, wo bin ich da? Boah. Okay. Der haut rein. Okay, bin wieder big in game, im Business. Ah, der Bull ist wieder auf 250. Okay, den schaffen wir, glaube ich. Nein, nehmen wir lieber Schluckerl vom Zaubertrank. Eieiei, ich hasse die so viel. Die dicken da. Backstep, Backstep. Heroldsrüstung, ah, das ist die Staatsausrüstung, die Staatsausrüstung vom Herold. Ja! Gerade noch ist sie das ausgegangen. Boah. Allein wieder lacht.
Wow! Lade ja die Waffen, was der da hat, ist ja abartig. Und er ist tot. Okay, sonst haben wir da glaube ich nichts übersehen. Mal schauen. Da herum war glaube ich nichts mehr. Vorsicht ist besser als Einsicht. Okay, da ist nichts mehr. Das war ein Scare-Jump. Eieiei. Okay, weiter geht's. Was haben wir da? Vorsicht vom Mittelfinger. Okay, schon wieder Leichtfeuer, ja. Wie gesagt, teilweise sind sie ein wenig ganz knapp, weil... Pff, der Weg da um, also das... Ja, was soll man dazu sagen? Da unten... Man sieht schon, da haben wir einen Special-Gegner. Und ich habe das letzte Mal gehabt, da hätte ich ihn stehen lassen, haben wir das da dahinter vorher gehört, das ist so Asche, die brauchen wir für die Händlerin. Und da ist mir aber dann aber trotzdem irgendwie auf die Stirn immer wieder nachgelaufen. Ich weiß nicht, ob er da verpackt war oder nicht. Auf jeden Fall probieren wir ihn, der ist halt auch ziemlich heftig. Wow, okay. Tot. Man sieht, der hat die gleiche Rüstung an, was wir tragen fast. Okay. Das ist so ein richtiges Duell. Da muss man eigentlich parieren bei ihm. Da hätte ich jetzt parieren sollen. Okay. Eieieiei. Jetzt weiß ich mal, warum da oben das Leuchtfeuer ist. Sitzt die hin? Jawohl. Okay, er hat mich noch getroffen. Witzig. Ja, ehrlich war es wurscht, wenn ich stirb, aber ich habe halt dann kein Glut in mir. Das ist halt ein wenig der Nachteil. Darum möchte ich das nicht unbedingt verballern, sinnlos. Ah, okay, man sieht, der hat es drauf. Scheiße, der braucht. Sorry, aber der braucht extrem viel Konzentration. Kontern. Kann ich kontern. Nochmal. Naja. Der ist fast unbesiegbar. Naja. Wir müssen einen Konter nehmen. Für das bin ich schlecht, ich gebe es eh ehrlich zu. Einmal getroffen und töfte Lebensenergie weg. Komm schon, Mann. So, jetzt. Jawohl, das zahlt sich aus. Jetzt schaffen. Ah, okay, aber gar nicht so extrem schwer. Habe ich schwere Erinnerung mit meinem Ritter. Er gibt da nicht viel her. Lass dir mal was fallen. Schwach. Und mein bitte, lass dir irgendwas fallen. Und vielleicht wird es einfach nur Pech. Mal schauen, ob er wieder da ist, wenn ich das Leuchtfeuer aktiviere. Das Leuchtfeuer. Gucken wir mal, ne? Na. Okay, das ist also ein Unique Mob. Phantom, glaube ich. Fast Phantom, der. Opa von Dark Souls. Da ist auch noch irgendwas zum Holen. Irgendwo. Ja, genau. Was haben wir da Schönes? Gar nichts. Einen langen Weg bergauf. Na, Wappenschild. Was kann der? Mal gucken, ich glaube nicht, dass der besser ist als das, was wir jetzt schon haben. Wappenschild, Wappenschild, wo ist er, wo ist er? Haltung 49, ja, ist okay, Schild.
Aber das, was wir sich da erfahren haben, ist, der wäre noch besser mit Haltung 46 oder wie? Nein, 54, genau. Ja, ja, die Haltung ist, glaube ich, je mehr Haltung, desto weniger Ausdauer zieht es an, wenn er der Gegner trifft. Bin ich mir ziemlich sicher, aber der ist auch wieder beschissen. Naja, komm. Wie schlecht bin ich. Stirb, du Made. Bufft sie da hoch, Vollgas. Okay, das kann man nicht kontern. Okay. Kanonenfutter, mein Freund. Tot. Ausgezeichnet. Lass dir was fallen. Spinnenschild. Das kennen wir schon. Das ist gegen Gift. Was haben wir da? Kann man da noch auffahren oder wie? Was hat denn der dafür eine coole Nachricht hinterlassen? Das ist verpackt oder was? Wie kommt denn der da rauf? Interessant. Okay. Alright. Schauen wir weiter. Ja, komm her. Da sind wieder 18 Bogenschützen überall. Bin schon zu lange nicht mehr gestorben, glaube ich. Trink, trink, trink. Wow. Ja, warte mal, wie mache ich das am besten? Gleich da hinlaufen zu dem. Ich hoffe, dass da nicht noch mehr Hund kommen. Schon wieder so eine unfaire Arena da. Ihr könnt mir nichts, denn ich habe ein Schild. Okay, Seel. Da kann ich gut mit den Feuerpfeilen machen, ist glaube ich trotzdem noch Schaden. Wow! Auch wenn ich einen Schild oben habe. Oh, das sind einige. Wow. Hinten um mich. Und schon wieder hoch. Hätte ich nur Sarg? Okay. Also schlimm ist dann auch nicht. Nachdem ich schon so ein Profi-Bettler bin da. Ha! Naja, da habe ich ja wunderbar aufgeräumt. Ihr seid einfach zu schlecht für mich. Aber ich muss aber vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil dann stirbe ich meistens, wenn ich sowas sage. Das kennen wir schon. Nichts Neues. Der ist, glaube ich, auch ganz witzig da, der Typ da. Ja, warum? Warum hat er nicht geschossen? Hä? Oh. Na. War Victor, Victor. Boah. Das ist er, oder was? Na. Hilft mir der? Na. Oh, ein irrer Finstergeist, wie geht das? Ist das ein Spieler oder nicht oder wie oder was? Ich laufe jetzt damit zum Leuchtfeuer, bevor ich stirb. Bei dem Leuchtfeuer werden wir jetzt öfter aufkratzen, da hinten ist er schon. Das ist ein Violetter, der kann glaube ich gut sein und schlecht gleichzeitig. Der wird mir jetzt am Anfang wahrscheinlich helfen oder so und dann wird er meinen Rücken fallen. Aber ich kann ja genauso killen. Was ist jetzt? Alter, was geht denn? Blauer Geist von was? Was ist jetzt los?
Ah, das ist meiner. Der hilft mir. Haha. Cool. Töte ihn für mich. Und ich schau zu. Ich glaube, der stirbt, oder? Ich würde noch gar nicht her, da. Die Zombies da, die sind ziemlich ungut. Die kommen nämlich immer wieder. Okay. Aufgabe erfüllt. Ja, ich bin beim Punkt der blauen Wächter, oder wie es heißt. Das ist so ein Freimaurer geworden. Und da kommt dann immer wieder, also da wird der Spieler in meine Welt beschworen, wenn einer bei mir einfällt. Da komme ich runter, genau. Ja, ich werde jetzt da bei meinem Leuchtfeuer kurz rosten nochmal. Dann kommt immer nochmal einen holen, hä? Warten wir lieber. Und dann gehen wir das nächste Kapitel da, das nächste Gebiet. Die Kathedrale. Und wie gesagt, da werden wir öfter aufkreuzen bei dem Leuchtfeuer, weil man sich da die zwei Tieren schaut, das sind dann die Shortcuts. Ja. Das ist das vorletzte Gebiet. Nach dem Gebiet dann haben wir noch den Sumpf, das kann ich auch noch sagen soweit. Und dann sind wir wieder blind unterwegs. Ich freue mich schon voll drauf. Wird wieder ziemlich spannend und ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis gleich.